die Grünlilie pflegen. In diesem Video erfahren Sie alles, was Sie über die beliebte Zimmerpflanze wissen müssen. Vom richtigen Standort, zum richtigen Gießen, bis hin zum Düngen, Umtopfen und Vermehren der Pflanze erfahren Sie hier alles, was Sie zur Pflege dieser wunderschönen Zimmerpflanze brauchen. Zunächst aber einige Infos. Die Grünlilie ist eine beliebte Zimmer- und Büropflanze, die ursprünglich aus Afrika kommt. Sie ist pflegeleicht und robust. Sie ist auch unter den Namen Graslilie, Grüner Heinrich oder Brautschleppe bekannt. Die Grünlilie besitzt einen dichten Schopf aus grünen Blättern, die länglich, lanzettenartig geformt sind, leicht gebogen sind und bis zu 2,5 cm breit werden. Die Grünlilie besitzt lange Triebe mit vielen Kindeln daran. Optisch bekommt sie die beste Geltung, also auf Ampeln oder Pflanzensäulen. Die Kindeln entwickeln sich aus winzigen, sechsblättrigen Blüten, welche an den Pflanzentrieben wachsen. Der richtige Standort. Die Grünlilie mag es hell, allerdings ohne direkte Sonneneinstrahlung. Einige Arten des Liliengewächses können aber auch an schattigen Orten stehen. Allerdings kann es hier zum Vergrünen der Blätter kommen. Die Pflanze bevorzugt Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Im Sommer darf sie auch ins Freie gestellt werden. Im Winter darf es kühler sein, jedoch nicht unter 10 Grad. Denn dann stellt die Pflanze ihr Wachstum ein. Die Grünlilie mag eine normale bis größere Wassermenge beim Gießen, jedoch keine Staunässe. Von Frühjahr bis Herbst darf der Topfballen dauerhaft etwas feucht sein, über den Winter wird deutlich weniger gegossen. Die pflegeleichte Pflanze ist aber auch nicht nachtragend, wenn das Gießen einmal vergessen wird. Trockene Raumluft verträgt sie durchaus. Braune Blattspitzen sind ein Anzeichen dafür. Abhilfe schafft hier ein regelmäßiges Besprühen mit der Blumenspritze. Die Grünlilie düngen. Für die Grünlilie reicht einfacher Flüssigdünger für Zimmerpflanzen. Von Frühjahr bis Herbst wird die Grünpflanze einmal wöchentlich gedüngt. Im Winter wird eine Pause eingelegt. Allerdings ist eine Düngung alle 3 Wochen hier ebenfalls möglich. Das Umtopfen. Das Umtopfen der Grünlilie ist jahreszeitlich nicht beschränkt. Im Allgemeinen wird sie immer dann umgetopft, wenn die Wurzeln die Erde im Topf bis an den Rand hochdrücken. Durch den Platzmangel wird dann auch das Gießen schwierig. Beim Umtopfen braucht die Pflanze dann vor allem genügend Platz für ihre zahlreichen Wurzeln, die Knollen zur Wasserspeicherung besitzen. Optimalerweise liegt der obere Rand des Wurzelballens 2-3 cm unterhalb des Topfrandes. Die Grünlilie vermehren. Die Grünlilie lässt sich mittels ihrer zahlreichen Kindeln einfach vermehren. Hierzu wird ein Ableger, der mindestens 5-7 cm groß ist, vorsichtig vom Blütenschaft entfernt. Die unteren Blättchen sollten abgeschnitten werden, um Fäulnis zu vermeiden. Besitzt der Ableger bereits einen Wurzelansatz von mindestens 3 cm, kann er direkt in das Substrat gesteckt werden. Optimal ist hier ein Erdgemisch auf Kompostbasis. Sind noch keine Wurzeln vorhanden, kann der Ableger so lange in Wasser gestellt werden, bis sich welche bilden. Auch hier ist eine Länge von mindestens 3 cm abzuwarten. Eine weitere Variante der Vermehrung ist es, die Ableger nicht von der Mutterpflanze zu trennen, sondern sie direkt ins Substrat zu setzen. Es dauert etwa 5-6 Wochen, dann sind die Ableger stark genug bewurzelt, um von der Mutterpflanze getrennt zu werden. Hierbei wird einfach der Ausläufer abgeschnitten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.